können alles wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Du bist in letzter Zeit schrecklich unkonzentriert. Und dass du da ständig mit deinem Handy rumhantierst, finde ich gar nicht gut. Na komm schon, Papa, antworte. Du hast die Handysucht. Komm, sag schon. Ich würde am liebsten zu Hause bei meinen Eltern sein. Wenn ich eins hasse, dann sind das Kuckucksuhren. Ist wirklich zu schade, dass ich das Prachtstück nicht gewonnen habe. Wir tauschen. Was war denn nun? Ich habe so seltsame Geräusche gehört. Und wo? Im Wohnzimmer. Könnte das vielleicht ein Gespenst sein? Ihr meint, hier spukt der Geist von dem verstorbenen Schlossherrn rum? Ein Einbruch in eine Legebatterie letzte Nacht. So ist es. Vielleicht könnten wir sie so lange bei euch im Schulgarten unterbringen. Stimmt, da hätten sie genügend Platz und könnten sich an das freie Rumlaufen gewöhnen. Schnell, die Hühner müssen sofort weg. Was ist denn los? Gubi ist auf dem Weg hierher. Ich hol sie. Ich komm mit. Beeilt euch. Nein, geh nicht rein. Wer will wo nicht rein? Ich glaube, wir müssen ihm was erklären, Herr Dr. Stolberg. Schönen Dank auch, Benjamin. Von deiner Erklärung habe ich langsam genug. Aber Benjamin und ich haben wirklich nicht die Hühner geklaut. Nein, aber wir waren dabei, als ein Junge aus dem Dorf Hani Nani aus der Legebatterie befreit hat. Hani und Nani befreit. Ja, so haben wir unsere beiden Hühner genannt. Weil sie doch aussehen wie Zwillinge. Hallo, wo kommen Sie denn so plötzlich her? Wollen wir etwa verraten? Ja, so würde ich das ganz gewiss nicht nennen. Und wie denn dann? Ich musste nur den Spuren nachgehen. Aber könnt ihr mir mal erklären, was ihr jetzt mit den gestohlenen Hühnern wollt? Wir wollen sie eigentlich in die Lagerhalle bringen. Ja, damit sie nicht nachts vom Marder oder Fuchs geholt werden. Aber am Wochenende nehme ich sie damit zu mir auf den Bauernhof. Also da bin ich strikt dagegen. Ihr bringt die Hühner jetzt so schnell wie möglich wieder zurück. Wie bitte? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn sie das so wollen, dann müssen sie das auch selber machen. Also, damit wir uns nicht missverstehen, ich bin auch und zwar grundsätzlich gegen Käfighaltung, aber das gibt noch niemandem das Recht, einfach einzubrechen und Tiere zu stehlen. Und was ist, wenn wir die Hühner kaufen? Ey, das ist die Idee. Wenn wir für Hani und Nani bezahlen, dann ist es doch kein Diebstahl mehr, oder? Hm. Ja, also gut, ich gebe euch 24 Stunden Zeit. Aber keine Minute länger, damit ihr das mit dem Besitzer der Legebatterie wieder in Ordnung bringen könnt. Hallo, ihr zwei, gute Nachrichten. Was gibt's denn? Das Warmwasser im Waschraum funktioniert wieder. Danke für den Tipp. Was ist denn los mit dir, Franziska? Ich habe nur eine Wimper ins Auge bekommen. Echt? Zeig mal. Schon gut, ist schon wieder vorbei. Soll ich nicht trotzdem mal schauen? Nicht nötig, habe ich schon gemacht. Die Wimper ist raus. Na dann, gute Nacht. Ach, und Franziska, solltest du irgendwelche Probleme beim Lesen haben, du hältst das Buch falsch rum. Wie lange soll ich das eigentlich noch aushalten? Du? Ja, ich. Alle 3 Minuten fängst du an zu heulen. Ich muss die ganze Zeit an meine Eltern denken. Kannst du nicht einfach mal damit aufhören? Will ich ja, aber ich schaff das nicht. Ich hab doch auch ab und zu mal Heimweh, aber dann lenke ich mich einfach ab und 1, 2, 3 ist es wieder vorbei. Du verstehst überhaupt nicht, worum es geht. Dann erzähl's mir doch. Das kann ich nicht erzählen. Dann hör wenigstens auf mit der Heulerei. Das ist ja nicht zum Aushalten. Hey, habt ihr das gehört? Sag mal, willst du uns verarschen? Natürlich haben wir das gehört. Das war der Kuckuck. Nein, das meine ich nicht. Da war noch was anderes. Quatsch, da war nichts. Doch, hör doch mal richtig hin. Tok, tok. Stimmt, du hast recht. Jetzt höre ich es auch. Sag mal, spinnt ihr jetzt beide? Oh, sei doch mal ruhig. So, jetzt will ich keinen Mucks mehr von euch. Ich will nur dieses Geräusch auf dem Band haben. Ei, Kapitän. Ruhe, habe ich gesagt. So, wer von euch hat noch versucht, einen Song umzuschreiben? Ich. Welchen denn? Skin on Skin von Sarah Connor. Boah, das ist ja anspruchsvoll. Und was hast du aus dem Liebeslied gemacht? Einen Song über die Schule. Dann lass mal hören.
Just a little bit more work, just a little bit more learning. This is how the day begins, day by day. Day, day by day. Stark. So wie ihr da eingestiegen seid, könnte ja die nächste Schulhymne draus werden, oder? Ach, Augenblick noch. Das nächste Mal machen wir weiter im normalen Stoff. Macht euch einen schönen Nachmittag. Oh, du hast ja echt die Handysucht. Das ist doch wohl meine Sache, oder? Oh, dann nehmt nicht. Wisst was? Vergiss es. Also, ich fand deinen Song echt stark. Man sollte vielleicht wirklich eine Einstellhymne draus machen. Genau. Und dann stellen wir uns jeden Morgen nebeneinander auf und legen die Hand aufs Herz. Wie bei den Amis. Na klar. Und dann schwören wir bei Einstein, noch mehr und noch länger zu lernen. Und nie mehr zu spät zu kommen. Hey, hab ich was Falsches gesagt? Was ist denn mit der los? Stimmt, die holt doch sonst nicht bei jeder Kleinigkeit. Ich glaube, sie hat Heimweh. Aber sie fährt auch jedes Wochenende nach Hause. Richtig, aber die Tage dazwischen sind das Problem. Dann müsst ihr euch halt für die Tage dazwischen irgendwas einfallen lassen. Wir? Ja, wer denn sonst? Ihr seid doch ihre Freundinnen, oder? Muss das sein? Das sieht doch furchtbar aus. Genau. Und deshalb muss man dagegen was tun. Und zwar jeder von uns. Was wollt ihr denn mit dem Geld? Na, ganz einfach. Die Hühners der Legebatterie freikaufen. Alle? Nein, natürlich nicht. Aber so viele wie möglich. Und wie viel kostet denn so ein Huhn? Naja, das wissen wir nicht genau. Aber mit einem Euro bist du dabei. Danke. Ah, Herr Dr. Wolfert, sagen Sie mal, was halten Sie denn von Legebatterien? Legebatterien? Was denn für Legebatterien? Achso, Legebatterien. Na, ich denke mal, diese widernatürliche Tierhaltung sollte schnellstens aufgegeben werden. Also, beteiligen Sie sich an unserer Aktion? Ach, ihr sammelt für den Tierschutzverein? Nein, für Hani und Nani. Unsere beiden Hühner. Die haben wir nämlich aus einer Legebatterie gerettet. Ja, und jetzt wollen wir sie freikaufen. Ah ja, aber ihr wisst schon, dass das Problem ein durchaus größeres ist. Ja, natürlich. Aber irgendjemand muss doch mal anfangen, dagegen etwas zu tun. Wenn eines Tages alle Legebatterien abgeschafft wurden, dann können Sie sagen, Sie waren vom ersten Augenblick an dabei. Na gut, euch kann man nicht widerstehen. Ah, ja, ja, mein letzter. Könnt ihr den wechseln? Muss das sein? Ja, wenn du mich so fragst. Eigentlich nicht. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Super, damit kriegen wir mindestens 10 Hühner frei. Das ist es. Genau das ist es. Sagen wir doch. Mann, bin ich froh. Ich habe fast schon selber geglaubt, dass ich mir das alles nur einbilde. Hallo, hallo, ich bin sehr in Eile. Was gibt's denn so Wichtiges? Ja, also ich habe so ein merkwürdiges Geräusch in meinem Wohnzimmer entdeckt und die drei vermuten, dass es sich dabei um einen heimlichen Untermieter handelt. Ach, und ihr meint, da hat sich ein Tier einquartiert? Ja, wir dachten, Sie als Biologieexperte könnten uns vielleicht behilflich sein. Darf ich um absolute Ruhe bitten? Dann kann ich Ihnen das mal vorspielen. Das klingt irgendwie ein... Nee, ist es denn doch nicht. Aber gehört habe ich das schon mal. Kinder, wisst ihr, was das ist? Das ist ein Anobium punctatum in der Regenerationsphase. Ein was? Können Sie das auch anders sagen, auf Deutsch? Ja, ich vermute mal, das ist... Ein Holzwurm auf Brautschau. Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist tierischer Ernst, Herr Pasulke. Aus den Larven werden Käfer und die sind im Frühjahr auf Hochzeitsreise, bevor sie dann endgültig irgendwann davonfliegen. Da müssen wir nur noch warten, bis der Holzwurm rauskommt und sich in die Lüfte begibt. Ja, und dann ist Ruhe. Ganz so einfach ist es eben nicht, denn die Larven bleiben im Holz. Verstehe. Und die muss man erst mal finden. Und wie macht man das? Ja, indem man die ganze Wohnung nach Sägemehl absucht. Ja, und dann? Naja, dann entfernt man das Teil, aus dem das Sägemehl stammt, möglichst schnell, bevor die anderen Möbel befallen werden. Na, dann wollen wir mal. Also, ich habe einen dringenden Termin. Sie packen das alleine, Herr Pasulke? Ja, natürlich. Danke. Dann vielen Dank, Frau Bohnstein. Und Herr Haller, sagen Sie mal, was halten Sie eigentlich von unserer Aktion? Tja, das wird euch jetzt vielleicht nicht gefallen, aber in eurem Internetradio herrscht ja Meinungsfreiheit, oder? Ja, natürlich. Also ich halte eure Aktion mit Verlaub für ziemlich naiv. Wieso das denn? Weil ihr damit nichts verändert. Ja, aber wir retten doch die Hühner. Genau, ihr rettet ein paar Hühner.
Und das war's dann. Und alle, die was spenden, kaufen sozusagen ihr Gewissen frei. Fänden Sie es besser, wenn die Schüler gar nichts tun würden? Nein, im Gegenteil, aber man muss das Problem politisch angehen. Wie meinen Sie das denn? Naja, ihr könntet euch zum Beispiel mit eurem Bundestagsabgeordneten, also der für euren Wahlbezirk zuständig ist, in Verbindung setzen und könntet ihn auffordern, gegen Legebatterien vorzugehen. Ja, und der macht das dann so einfach. Es gehört, soweit ich weiß, zu seinen Aufgaben, die Bürger und Bürgerinnen seines Wahlkreises zu vertreten. Und zu denen zählt ihr ja schließlich auch. Also jetzt sind Sie ja ein bisschen naiv. Glauben Sie im Ernst, dass irgendein Abgeordneter sich darum kümmert? Vor allem, wenn ein paar Schüler danach fragen? Ja, dann hat er meines Erachtens seinen Job verfehlt. Und muss sich nicht wundern, wenn die jungen Leute mit Politikern nichts am Hut haben. Übrigens, damit ihr mich nicht falsch versteht. Hier sind 10 Euro. Dankeschön. Was fangt ihr mit den Hühnern eigentlich an, wenn ihr sie freigekauft habt? Ach, da fällt uns schon noch was ein. Bin ich gespannt. Ich muss die Kassette wechseln. Oh, hallo, Herr Kollege. Na, welchen neuen Skandal recherchiert ihr gerade? Apropos, habt ihr inzwischen die Sache mit dem Besitzer der Legebatterie geklärt? Ja, wir haben uns bei ihm entschuldigt. Er ist einverstanden, dass wir die Hühner behalten. Einfach so? Nee, es gab eine Bedingung. Er will bei unserer Reportage mit seiner eigenen Meinung zu Wort kommen. Na, das ist doch ein fairer Vorschlag. Und wann geht ihr zu ihm? Gar nicht, er kommt her. Immer noch zu breit. Ah, Franziska. Na, alles klar. Was ist denn los? Das vergesse ich Ihnen nie. Moment mal, Franziska! Nirgendwo eine Spur von einem Holzwurm. Hier am Fernseher sehe ich zumindest kein Sägemehl. Hier unterm Schrank ist auch nichts. Vielleicht hat sich Herr Dr. Stolberg ja auch geirrt und das Geräusch kommt von was ganz anderem. Oh, das glaube ich nicht. Mit Würmern kennt sich Guppi eigentlich ganz gut aus. Du meinst Herr Dr. Stolberg? Ja, ja. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen systematischer vorgehen. Du immer mit deiner Systematik. Das ändert doch jetzt auch nichts. Tut mir leid, aber das sehe ich anders. Sagen Sie mal, Herr Pasulke, haben Sie das Geräusch früher schon einmal gehört? Nee, nicht, dass ich wüsste. Mann, sind wir blöd. Darauf hätten wir auch gleich kommen können. Ja, wie denn? Wo denn? Was denn? Was meint ihr, wo treibt der Holzwurm wohl sein Unwesen? Hier in der Kuckucksuhr. Das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. Paul hat recht. Hier ist Sägemehl. Ah, Frau Kunze. Schön, dass ich Sie sehe. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Oh Gott. Ja, klar. Worum geht's denn? Es geht nochmal um Franziska. Also ich überlege ernsthaft, ob ich die Eltern nicht doch anrufen soll. Das wundert mich jetzt aber. Sie waren doch gestern noch der Auffassung, das Ganze ist nicht so dramatisch. Ja, ja, aber ich habe das Gefühl, das Mädchen steigert sich da inzwischen in irgendwas rein. Ja, ich weiß. Sie hat zurzeit ziemlich nah am Wasser gebaut. Sie hat nicht nur dich daran gebaut, sie steht im Wasser. Eine kleine Bemerkung und schon fließen die Tränen in den Strömen. Aber ich verstehe es immer noch nicht, wie Sie als Mensch so herzlos mit den armen, unschuldigen Hühnern umgehen können. Also alles, was ich tue, verstößt in keiner Weise gegen irgendein Gesetz. Und das reicht, damit Sie kein schlechtes Gewissen mehr haben? Ja. Denn ich tue sogar Dinge, die der Gesetzgeber gar nicht verlangt. Zum Beispiel? Meine Hühner haben in jedem Käfig nicht nur ein Gemeinschaftsnest, sondern auch einen Sandplatz und eine Sitzstange. Na toll, aber bewegen können sie sich davon trotzdem noch nicht wirklich. Immerhin hat jedes Huhn schon jetzt bei mir 750 Quadratzentimeter Platz, obwohl das erst ab 2007 gesetzlich vorgeschrieben ist. Ach ja, als wir bei Ihnen waren, sah das aber ganz schön anders aus. Moment. Ihr habt in Halle 2 gedreht und die ist noch nicht umgebaut. Wer macht solche Gesetze überhaupt? Das sind Vereinbarungen, auf die sich die Europäische Union geeinigt hat. Weil die Eierhändler es so haben wollen. Vergesst bitte bei all dem nicht, dass sehr viele Kunden diese billigen Eier brauchen, weil sie sich Bio-Eier nicht leisten können. Na gut, danke für das Interview. Herr Meiser, wie ist denn das nun eigentlich mit dieser Ihrer Anzeige? Also Sie meinen, wegen der gestohlenen Hühner und des Einbruchs habe ich zurückgezogen. Na, dann darf ich Ihnen Dank sagen, auch im Namen der Schüler. Nichts zu danken. Was wollt ihr eigentlich mit den freigekauften Hühnern machen? Können die nicht bei Ihnen bleiben? Wie bitte?
Ich dachte, ihr wolltet, dass sie aus den Käfigen rauskommen. Ja, schon, aber wie wär's, wenn sie auf ihrem Hof ein Freigelände einrichten würden? Ah, ihr meint so eine Art Hühnergenesungsheim. Ist gar nicht so dumm, die Idee. Aber ich denke, es ist besser, ihr solltet für eure Hühner einen Platz finden, wo sie wirklich so leben können, wie ihr meint, dass es gut für sie ist. Schluss mit Tränen und Trauer! Denn hier kommt er, der ultimative, einzigartige Freizeitstundenplan für Franziska Bauer! Tätterätä! Zuerst machen wir eine kleine Radtour zum See. Danach ein kleiner Imbiss bei Pino. Anschließend Kino. Und dann kannst du mir nach den neuesten Schatz bis wir ins Bett fallen. Und morgen früh geht's Gymnastik mit Tessa und Charlie. Danach... Geht das immer so weiter? Natürlich. Aber wenn du was anderes machen möchtest, musst du das nur sagen. Das tauschen wir natürlich gerne. Wir könnten zum Beispiel gleich Inliner fahren. Und auf der Halfpipe die süßen Jungs treffen, die da immer so rumlungern. Gibt es bei eurem wundervollen Plan auch mal eine Freistunde? Eine Freistunde? Was ist das denn? Naja, eine Stunde, wo ich mal ein bisschen allein sein kann. Also, ich sehe da nichts. Doch, am Freitagabend hast du frei. Da kannst du deine Eltern besuchen. Natürlich nur, wenn du willst. Aber jetzt gibt's erstmal eine Revanche. Wir beide im Boot gegen dich. Irgendwie kann ich den Meister sogar verstehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, ich denke, er kann gar nicht anders handeln. Er kann nicht? Natürlich kann er. Okay, er könnte. Aber er verhält sich nur mal nach den Regeln der Marktwirtschaft. Seit wann bist du sowas wie eine Wirtschaftsexpertin? Seitdem wir diesen Laden hier haben. Für meinen Vater gelten dieselben Regeln. Wie bitte? Du willst doch nicht unsere Eisdiele mit einer Legebatterie vergleichen. Doch, wenn wir von diesem Meiser artgerechte Hühnerhaltung verlangen, dann dürftest du auch nur noch Bio-Eis herstellen. Stimmt irgendwie. Ja, aber wenn ich nur noch Bio-Produkte verwenden würde, würde die Kugel Eis mindestens 2, vielleicht sogar 3 Euro kosten. Im Ernst? Die Frage ist, wer kauft für so einen Preis noch ein Eis? Ich nicht. Ich auch nicht. Na klasse, und wenn das alle so machen, dann verdient mein Vater überhaupt nichts mehr und wir machen Pleite. Und damit das nicht so kommt, könnt ihr gleich jetzt bestellen, ne? Cola oder Eis? Cola, bitte. Ich auch. Ich auch. Hey, Otto, warte doch mal. Was ist denn? Wir müssen ganz dringend was mit dir bereden. Der Holzwurm hinterlässt 1 bis 2 Millimeter große, runde Löcher mit Bohrmehl und kleinen Kotbällchen ausgefüllt. Hm, könnte stimmen. Was steht denn noch da? Der Holzwurm ist die Larve des Nagelkäfers. Während die Käfer nur wenige Wochen leben, dauert die Larvenzeit 2 bis 3 Jahre. Moment, das klingt ja so, als ob ich eines Tages aufwache und mein ganzes Wohnzimmer besteht nur noch aus Sägemehl. Steht denn in deinem schlauen Buch auch eigentlich drin, wie so ein Holzwurm wieder wegzubekommen ist? Also, als erstes soll das befallene Holz sorgfältig entfernt werden. Oh, na, wenn wir damit anfangen, kann Herr Pasolke seine Kuckucksuhr gleich wegwerfen. Das wäre vielleicht besser, ansonsten müssten wir richtig mit Chemie ran. Ja, das hätte ich nicht so gerne hier bei mir im Wohnzimmer. Sagen Sie mal, Herr Pasolke, wo haben Sie die Uhr eigentlich her? Die sieht doch noch ziemlich neu aus. Ist da keine Garantie mehr drauf? Oder vielleicht könnten Sie sie einfach umtauschen. Umtauschen, natürlich. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Hier. Ich habe sogar noch die Originalverpackung. Das soll die Originalverpackung sein? Ja, so habe ich sie gekriegt. Und so geht sie auch wieder zurück. Das mit der Eierdemo ist mir nur so rausgerutscht beim Stolberg. Glaube ich nicht. Er hat doch genau erklärt, wie dumm die Sache gelaufen ist. Außerdem war er zu Recht sauer. Das mit dem Luftablassen bei seinem Onkel war echt nicht die feine englische Art. Soll ich mal was sagen? Das mit den Hühnern, das tut mir auch leid. Ach, auf einmal. Hör doch mal auf. Soll er sich etwa 10-mal dafür entschuldigen, dass er dir jetzt auf die Nase gegeben hat? Einmal reicht doch wohl auch. Wisst ihr was? Ich hab mir was überlegt. Wegen der Hühner? Ja. Wie viele Menschen gibt's eigentlich auf der Erde? Weiß nicht. Papa? Hast du eine Ahnung, wie viele Menschen es auf der Erde gibt? Schätze mal 5 Milliarden. Aber genau weiß ich auch nicht. Ja, und wie viele Hühner gibt's? In Seelitz. Nein, auf der ganzen Welt. Oh, bestimmt ein paar hunderte Millionen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ach, lass mal, das klappt wahrscheinlich sowieso nicht. Was denn? Nun sag schon. Wie wäre es, wenn jedes Huhn seinen eigenen Menschen hätte? Hey, das ist es. Und auf dem Einstein fangen wir damit an. Ja, bitte. Ah, der liebe Herr Pasolke, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Eieiei. Ja, ist irgendwas? Ja, ich bin nicht als Hausmeister unterwegs, sondern in meiner Eigenschaft als Mitglied unseres Kochclubs Goldener Löffel. Ah, dann ist was Schlimmes passiert. Ja, wir müssen den Tausch rückgängig machen. Welchen Tausch?
Ach, Sie meinen diese hässliche Kuckucksuhr. Wieso müssen wir denn den Tausch rückgängig machen? Ja, weil mich die ganze Zeit über mein schlechtes Gewissen quält. Wegen dieses Gesetzes, dass man 3 Jahre warten muss, bevor man einen Tombola-Gewinn weitergeben darf? Herr Pasulke. Ja, seit unserem Tausch kann ich nachts kaum noch schlafen. Ich kann mein schlechtes Gewissen förmlich hören. Sie hören Ihr schlechtes Gewissen förmlich? Ja, nachts wache ich ständig auf. Und tock, tock, tock. Was? Ihr Gewissen macht tock, tock, tock? Ja, wenn das so ist, ja, dann gehen Sie her, nehmen Sie Platz. Dann muss ich dieses Ungeheuer eben auf andere Art und Weise entsorgen. Danke. Aber wegen des Häschens, da müssen Sie noch eine Weile warten. Ich kann Ihnen das erst nächste Woche wiedergeben. Ich muss meinen Kaninchen nämlich erst erklären, dass Ihr neuer Freund leider, leider wieder zurück muss. Sie glauben gar nicht, was die für Spaß miteinander haben. Ah, Sie meinen wegen dem Piep, Piep, Piep? Ja, ja, was dem einen sein Tok, 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 das ist dem anderen sein Piep, Piep, Piep. Schon da. Seit wann kannst du denn so gut kraulen? Du bist echt irre schnell unterwegs. Hat mir mein Vater gezeigt. Zuerst hat er mit mir nur die Arme trainiert und dann die Beine. Scheint er ein wirklich starker Typ zu sein, dein Vater. Gibt es eigentlich auch irgendwas, was er nicht kann? Wenn du mich so fragst, nein. Und er stresst nie? Bisher nicht. Und was ist mit deiner Mutter? Die war schon immer okay. Ach, können wir nicht tauschen? Mit meinen Eltern muss ich um jede Minute feilschen, die ich am Wochenende länger in der Disco bleiben darf. Das kenne ich. Mir graut schon wieder vor den Sommerferien. Kontrolle total. Ich dachte, du fährst ins Ferienlager nach Rügen. Ja, aber die andere Zeit macht die ganze Familie Urlaub im Allgäu. Oh. Und was ist mit dir? Verbringst du auch den ganzen Urlaub mit deinen Eltern? Leider nicht. So viel Urlaub haben die beiden nicht. Moment, Moment. Charlie, was steht denn als nächstes auf dem Schulplan? Augenblick, das haben wir gleich. Siegerehrung. Wie ist eigentlich der Stand der Dinge in dieser Hühnergeschichte? Also, ich fand, dieser Herr Meiser hat sich recht respektabel zur Wehr gesetzt. Meinen Sie, die Schüler sehen das genauso? Ich hatte zumindest den Eindruck, dass sie sich seinen Argumenten nicht ganz verschließen konnten. Aber weshalb fragen Sie? Weil ich ernsthaft überlege, ob wir nicht den Abgeordneten unseres Wahlbezirks zu einer Diskussion über dieses Thema einladen sollten. Im Prinzip habe ich nichts dagegen. Allerdings bin ich der Meinung, dass solche Ideen von den Schülern selber kommen sollten. Weil es bringt nichts, wenn wir ihnen irgendwelche Politiker aufdrängen, die sie möglicherweise gar nicht sprechen wollen. In der Tat ein Argument, das nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber könnte ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Mich? Na, am besten beide. Also, Otto Hempe und ich, wir hätten also einen Vorschlag. Und er wäre? Naja, wir wollen doch alle weiterhin Frühstückseier, Eierkuchen und so weiter essen. So ist es, ja. Unbedingt. Ja, da müssen wir auch mal anfangen, dafür etwas zu tun. Auch richtig. Und das am besten hier auf dem Internat. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir haben uns überlegt, dass wir mit dem Geld, was wir für die Hühner gesammelt haben, sie nicht nur freikaufen, sondern dass ab sofort jeder Lehrer und jeder Schüler sein eigenes Huhn auf dem Einstein bekommt. Das ist nicht euer Ernst. Doch, das ist sogar unser voller Ernst. Bei allem Respekt vor eurer Tierliebe, und das ist auch mein voller Ernst, darüber bin ich absolut nicht bereit zu diskutieren. Sie müssen sich wirklich nicht entschuldigen. Ich finde es besser, wenn die Schule sich mit den Eltern früher in Verbindung setzt als zu spät. Ja, trotzdem ist mir das jetzt peinlich. Also wenn ich geahnt hätte, dass an meinen Vermutungen sogar nichts dran ist, hätte ich Sie natürlich nicht hergebeten. Frau Gallwitz, es war wirklich kein Problem für mich. Ich wollte sowieso nach Berlin. Im Grunde haben Sie mir sogar einen Gefallen getan. Ja? Na, dann ist ja nicht so schlimm. Außerdem kann ich mit Franziska jetzt eine Sache direkt besprechen, die ich ungern am Telefon geklärt hätte. Wo kann ich Sie denn finden? Ach, ich nehme an, bei dem schönen Wetter sind die Kinder am See. Wo ist das genau? Wenn Sie rausgehen, rechts durch den Schlosspark und dann sehen Sie schon das Schild zur Anlegestelle. Vielen Dank. Ach, entschuldigen Sie, kann ich mal kurz telefonieren? Ja, doch. Kein Akku? Ja. Papa, was machst du denn hier? Ich dachte, du hast keine Zeit vorbeizukommen. Siska,
Mir ist ein Termin geplatzt und da dachte ich, ich komme besser bei dir persönlich vorbei, bevor ich es dir am Telefon sage. Ist was passiert? Nein, eigentlich nichts Schlimmes. Aber du musst dieses Wochenende leider im Internat bleiben. Alles ist relativ normal. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.